Hey ho, mein Geburtstag, die Tage danach. Leute, was soll ich sagen? Es geht fleißig munter weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich selber überhaupt noch dazu komme, was zu machen, ob ich überhaupt was machen muss. Und deswegen filme ich einfach mit, was die anderen so vorhaben. Professor hat mich eiskalt erwischt. Ich muss jetzt erst einmal die Smoggerratte ordentlich sauber machen und ja, dann Holz hacken. Hier nebendran ist schon der Sascha am Raketenofen mit dem Wok. Keine Ahnung, was der da gerade vorbereitet. Irgendwas für den Professor, der ist nämlich schon da. Morgen kommt ja auch noch Besuch und die wollen auch alle noch was machen. Ja, okay, aber jetzt schauen wir mal zum Professor, interviewen den, was der vorhat, da hinten. So, ha, wen haben wir denn hier? Wer bist denn du überhaupt? Hallöchen, ich bin der Markus, komme aus dem Sauerland und bin heute hier, weil ich mal sehen will, wie die Jungs hier richtig schön und lecker brutzeln und grillen. Mhm, der ist nämlich mit dem Prof gekommen, ein Kumpel vom Professor, kann man genau sagen, oder? 20 Jahre beste Freunde, ein Vierteljahrhundert beste Freunde. Okay. Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit. Ja. Wunderbar. Gut. Alles jetzt, klar. Jetzt machen wir mal hier die Übersicht, was der da alles noch rumliegen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß noch beim weiteren Zuschauen des Videos. Hier wird Fleisch eingelegt, Gewürze, hau mich tot, Hähnchen liegen auch rum. Und mein Soblet habe ich die Kamera ja noch nie gehalten. Und ja, ich weiß, dass drin auch noch ein Fleisch ist. Micha, hast du hier leeres Salz stehen? Leeres Salz? Moment, ich muss mal rein. So, da ist der Übeltäter. Erzähl uns ganz kurz, was du alles vorhast. Kurz. Okay, kurz. Also ganz kurz. Ich habe 5 Gerichte dabei. Wir starten jetzt erstmal mit einem indischen Biryani. Das ist ein Reisgericht aus Hyderabad und das garen wir in einem Dutch Oven. Das hat es, glaube ich, bis jetzt noch nicht so oft gegeben im deutschen Grill-TV. Das machen wir. Gleich auf der Smokerratte, da gibt es gleich schöne Kalbsbeerribs, solche Kaventsmänner und dazu noch schöne Hühnchen und zwar original Big Bob Gibson Barbecue Chicken, also genau das, was wir mit dem Barbecue-Weltmeister Oliver Sievers machen auf GMF 2.0. Okay. Wir teasern so ein bisschen und wir wollen einfach mal gucken, wie gut ist das. So, dann machen wir morgen noch eine selbstgemachte Salami, dann machen wir morgen noch eine Signature Bratwurst, dann machen wir morgen noch Buffalo Chicken Wings im Glas und noch Buffalo Chicken Wings Classic. Und dazu machen die anderen Kanäle auch noch was. Hast du was vor? Möchtest du zum Essen kommen? Nee. Keine Zeit zum Essen. Unglaublich, unglaublich. Was soll ich da noch groß machen? Das Essen wird bloß rumliegen, wird schlecht werden. Hilft nichts. Also sprich, ich filme einfach bloß mit. Ob es jetzt ein Teil oder zwei Teile werden, keine Ahnung. Auf alle Fälle seht ihr die Smoggerratte mal wieder im Einsatz. Da freue ich mich schon drauf. Ja, er ist schuld. Hier ist noch ordentlich gut. Portion Salz. Jetzt lassen wir ihm sein Video dabei weitermachen und ich habe noch was anderes zu tun. So. Wie gesagt, ich muss auch noch Holz hacken. Und, dann also hier drin ist der Reis. Das wird ein indisches Gericht. Jo, und dann schauen wir doch vor, was mit dem Fleisch passiert ist und wo die Zwiebeln hingekommen sind. Aha. Die Zwiebelchen zu dem Fleisch hinzu. Und Leute, wer eben genau wissen möchte, was das ist in dieser Schüssel, der muss beim Prof das Video angucken. Mhm, so einfach ist es. Weil, wie gesagt, ich filme bloß ein bisschen mit. Ja, und jetzt feuer ich die Smoggerratte an. Weil Holz war ja noch hier und ja, dann gehe ich Holz hacken. Ja, und mein Schatz war so nett und hat uns die Smoggerratte noch wunderschön abgewischt wieder. Weil die stand ja hinten und ja, Staub, Spinnweben etc. pp. Puh, nach ein paar Minütchen auf der Couch
hat es gerade geheißen, das erste Essen ist fertig. Ich weiß gar nicht, warum sie den Topf auf die Weberkugel gestellt haben. Philipp, Professor, ja. Kommen Sie mal näher hier. Mach ich, hallo. Warum habt ihr den Topf auf die Weberkugel gestellt? Ganz einfach, weil ich gesehen habe, dass da noch so viele alte Briketts drin waren. Und da ich den Topf sowieso heiß brauchte, habe ich gesagt, dann brennen wir dem Junkie den Kugelgrill noch wieder frei. Okay, passt, wunderbar. Und was ist das jetzt? Das ist ein Original Biryani aus Hyderabad. Was das genau ist, das seht ihr auf meinem Kanal, da habe ich das ganz ausführlich erklärt. Habe ich auch schon gesagt. Das ist also ein Reisgericht aus Indien und ich kann euch das ja mal zeigen. Ich werde jetzt hier den Deckel lopfen. So, jetzt werde ich das Geheimnis lüften und ihr werdet einen schönen Geruch feststellen. Oh yeah. So, und ich habe versucht, ein Peace-Zeichen reinzubrennen und ihr hört, oder reinzumachen. Ich habe hier eine Kernbohrung durchgeführt, weil ich muss ja eben schauen, ob alles gar ist. Ist es alles gar? Was sagt er zu dem Duft? Boah, das riecht gut. Riecht ziemlich gut. Ja. Können wir uns das jetzt schmecken lassen? Ja, und ich zeige euch hier noch was. Micha, achte bitte hier aufs Detail. Picasso malte mit Farben und wenn wir beim Junkie sind, dann malen wir mit Butter und das ist also quasi nur Butter und etwas von Gelbwurz, die man auch als Kurkuma kennt und damit haben wir euch ein schönes Muster noch reingemalt. Wunderbar. Wenn der Professor sagt, wir schaffen es, Kalorien nicht zu vermeiden, dann werden die auch nicht vermieden. Okay. Wow. Hallo das Patricia, tust du mitessen? Wow, ja klar. Jo, die Smokeratte ist gleichmäßig auf knapp 200 Grad, links und vorne und hinten. Ja, große Holzklötze. Jetzt kommt dann wieder kleines Holz dazu und dann werden wir sie so weit einregeln und der Prof wird dann seine Sachen da drauf wuchten. Ja. Tja Leute, und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, das Probiererle. Also heiß sieht es mal aus. Sehr, sehr lecker. Richtig geil. Ja, und genau so wird das Video wahrscheinlich jetzt durchgehen, dass ich halt nebenbei filme und immer wieder Probierle gibt. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich schaue selber wieder dauernd aufs Display und nicht in die Cam, aber ja, blöde Angewohnheiten kann man schlecht ablegen. Big Bob's Barbecue ist in Alabama ein sehr bekanntes Barbecue-Restaurant. Hier habe ich ganz dezent kleine Hühnchen. Film mal eben hier hin. Dankeschön. So ganz, ganz kleine Jungs. Ne? Also, was es als nächsten Gang gibt, habt ihr jetzt schon gesehen. Ich filme das jetzt extra nicht alles mit, damit der Professor noch ein paar Aufrufe von euch kriegt. Mhm. Es ist wieder ein extra Video beim Professor Taste, aber bei mir eben die komplette Zusammenfassung. Verdammt, jetzt war ich kurz drin bei der Gäste und naja, da hat er die Hähnchen platziert. Wir halten den Smoker immer leicht unter Feuer, weil wenn man Holz nachlegt, ohne Flamme, bis es angefunzelt ist, dann fängt es ganz furchtbar zum Qualmen an. Dann nimmt das Fleisch extremen Rauchgeschmack an, teilweise bitteren Rauchgeschmack und das wollen wir ja nicht. Und irgendwas macht er jetzt noch da vorne. Genauso wie eben. Hier ganz, ganz locker vom Beefburger Steak Juwel oder von Klaus den Steakpfeffer. Zack, zack, zack. Hier liegt schon so viel auf dem Brett, da können wir auch schon hier drüber quasi würzen. Ganz einfache Nummer, so. Ich glaube, das waren Ribs vom Kalb. Kalbsberrips schreit im Hintergrund. Hey, auf die freue ich mich mal richtig. Habe ich es jetzt schon wieder verpasst? Nö, dann komm doch hier dabei. Also, aufmachen nochmal. Na klar, komm her. Oh ja, so, da sind noch die Kalbsrippchen. Wunderbar. Genau, so. Jo. Und jetzt Hot and Fast bei 140 Grad. Dann kriegt der Prof jetzt noch eine Smoker-Einweisung von mir.
dass er schön den Smoker unter Flamme hält, unter Feuer. Er wollte smoken, also darf er das auch machen. Leute, die sind jetzt gerade am Umdrehen von dem Hähnchen und so, und da gucken wir mal schnell vor. Alles klar, komm ran, Micha. So, wie ihr seht, die Hühnchen sehen schon richtig... Akku ist ja schon... Warte, pass auf, ich hole sofort neu. Jo, haben wir gesehen. Machen wir Cam aus. Alles weitere beim Prof. Was kommst du jetzt an? Das ist, nennt man Kalbsrippchen, ja, also ein Hauch, ein halbes Kalbs-Spare-Rib, was aber ungefähr so groß ist wie drei Schweine-Spare-Ribs. Und das schneiden wir mal an, um einfach nur zu gucken, wie weit ist das in einem essbaren Bereich nach 2 Stunden. Ist ja, ja mal interessant zu wissen. Deswegen, hier haben wir das. Damit wir das Glas jetzt richtig schön leer kriegen, pack mal da einen Schuss Essig rein. So, zack, 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 zack. Eine Alabama-Soße. Kommt ein bisschen Apfelsaft oben drauf. Hier sind noch die anderen schönen Rippchen. Das gibt also eine richtig geniale Platte. So. Und auch hier, das ist zart wie Butter. Ihr seht das. Da liegt die Ausbeute. Riecht lecker nach Hähnchen. Und ja, dann machen wir mal nachher gleich ein Probiererchen. Probierele. Ja, genau. So war das. Das schmeckt sogar mit der Haut. Richtig gut. Jetzt esse ich es einmal im Original. Das heißt, ich habe mir jetzt hier nur das Hühnchenfleisch geholt und tauche das jetzt ein in diese Alabama White Sauce. Das ist jetzt natürlich eine weiße Barbecue-Soße. Die schmeckt ganz anders als diese roten Marmeladen. So Leute, und jetzt schauen wir mal, ob wir den Prof bestätigen können. Lecker. Aber mit einer Hand und bloß mit der Gabel. Jo. Hat wunderbar geklappt. Und geil. Ja, und dann weiß ich gar nicht, ob wir heute noch was machen. Ob uns noch was einfällt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ansonsten gibt es ja morgen wieder einiges.